So Leute, ich bin's mal wieder, Flustwi, zurück bei Rayman Legends. Im letzten Part haben wir die zweite Welt gestartet und damit geht es jetzt auch weiter im Wind der Verwunderung. Okay, wir werden also vermutlich verwundert. Okay, dann werden wir ein bisschen verwundert. Ich bin schon ganz wunderlich, wie ihr vielleicht merkt. Ich habe jetzt auch endlich die Musik etwas leiser gestellt. War ja vorher nicht erträglich, also es war für mich ein bisschen sehr laut. Für euch wird das angenehm okay sein, sage ich mal. Aber für mich war das etwas sehr laut, aber ist auch vollkommen egal. Juckt euch eh nicht, hat euch nicht zu interessieren. Die Musik hier ist etwas strange. Okay, jetzt geht's. Jetzt ist die Musik nicht mehr ganz so strange. Ein bisschen strange ist die doch noch. Bom, 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 bom. Und irgendwas wollte ich sagen, also das Intro, dieses Froschquaken. Irgendwie mag ich so Froschquaken. Ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die das bestimmt stört, aber ich mag dieses Froschquaken irgendwie voll. Das erinnert mich immer irgendwie so an meine Kindheit so ein bisschen zurück, weil damals hatten wir einen Teich bei mir zu Hause. Und das war immer eigentlich ganz schön, so quakende Frösche und so weiter und so fort. Ist doch was Feines. Und da haben wir das erste Minispiel, beziehungsweise das, den König. Ja, das ist der König, glaube ich. Ist natürlich kein Problem für uns, wenn wir wissen, wie es gehen soll. Und das weiß ich lustigerweise. Ist das der König oder ist das die Königin? Das ist der König. Nee, das ist die Königin. Achso, es hat kein Bärtchen. Und wir kriegen wieder Liebe von ihr. Ich find's toll, dass wir Liebe von ihr erhalten. Endlich mal jemand, der mir Liebe schenkt. Ich krieg sonst keine Liebe, auch nicht zu Hause. Nein, Spaß. Das war ein Scherz. Das war ein schlechter, schlechter Scherz. Bitte kauft mir nicht alles ab, was ich euch sage, okay? Okay. Gut, brav. Bin stolz auf euch. So, nein. Okay, dann halt nicht. Warte, da kommen wir ran. Ich wollte gerade sagen, da kommen wir doch irgendwie ran an die... an unseren wundervollen Käfig. Da müssen wir auch rankommen. Anders geht's nicht. Ich kann nicht ohne meinen geliebten Käfig. Was bildet ihr euch ein? Ich ohne meinen Käfig? Was denkt ihr euch? Was denkt ihr, wer ihr seid? Ha? Was denkst du? Du bist nicht der Supermann hier für mich? Nein? Warum auch immer Superman? Keine Ahnung. Superman ist irgendwie der Superman. Ist eigentlich voll der langweilige Held. So, also... So, ja. Der langweiligste Held, den es gibt, muss man so sagen. Und wie komme ich jetzt auf Superman? Ich habe doch keine Ahnung. Entschuldigung, dass es wieder total zusammenhangslos ist. Tut mir sorry, aber ich hoffe, ihr könnt das verkraften. Und ihr werdet mich nicht wieder foltern und quälen. Auch die geliebten Mario-Fans nicht, oder Rain... Was? Ich habe den zweiten Kleinen verpasst? Was? Was? Keine Ahnung, wo er sein mag, ne? Ich würde sagen, aber ich hole den dann irgendwie nach, später. Also ich werde den wieder nachholen und durch das Einblenden wie einmal schon dabei. Wie ist das Level hier? So schießt man einen Drachen, da habe ich es euch ja auch eingeblendet. Und das werde ich hier dann auch so machen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo das Scheißding gerade gewesen sein soll, ne? Wisst ihr das? Wusstet ihr es? Hä? Hattet ihr es geahnt, wo es war? Ihr habt es jetzt schon gesehen, aber hättet ihr es auch ohne das Einblenden gewusst, hä? Huh? Stimmt nicht. Ich weiß, dass du es nicht weißt. Es klingt jetzt irgendwie gerade, als ob ich hier Cold Mirror nachmachen möchte. Ich weiß, dass du nichts weißt und irgendwie ein gedenkenloses Denken ist das Denken der Gedanken oder so. Oder wie auch immer das war, ist auch egal. Wir machen das zweite Minispiel und retten den King hier aus dem Level, würde ich mal behaupten. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich muss hier, glaube ich, relativ schnell sein. Um das alles auf einer Ebene zu bringen oder so ähnlich. Achso, ich sollte vielleicht mal auch versuchen, den König zu retten. Ne? Wäre eine Idee, mal zuzuschlagen. Nicht immer nur zusehen, auch mal zuschlagen. Und irgendwie sind die Batterien von meinem Wecker scheinbar leer, weil irgendwie sollte der Licht machen, aber er macht kein Licht. Arschloch. Blöder Wecker. Ich habe nur geguckt, wie lange wir schon im Game sind, aber das ist noch gar nicht mal so lange. Vielleicht mal läppische 4 Minuten, wenn überhaupt. Also gar nichts. Was bildest du dir ein?
Halt, halt, halt. Ich habe es schon gesehen, dass ich dort rechts etwas haben möchte. Das habe ich bereits entdeckt. Und es wäre mir auch sehr wichtig, es zu holen. Okay, einfach wo der zweite Käfig jetzt ist. Gerade echt kein Plan, ne? Naja, werden wir schon finden. Wird ja wohl noch nicht in der zweiten Welt so sehr versteckt sein wie die Büchse der Pandora oder so ähnlich. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Okay, tschüss. Tschüss, Kumpel. Wenn du dich selber umbringen möchtest, ist es vollkommen okay. Okay, gehen wir hier durch. Was ist der zweite kleine Ding? Ich habe keinerlei Ahnung. Ich habe mich vermutlich irritieren lassen von dem Quaken der Frösche des Anfangs. Des Levels. Des Anfangs des Levels? Ja, keine Ahnung. Genitiv und so. Wer benutzt den Genitiv? Benutzt eh keiner. Übrigens heißt die Welt die Zauberkröte. Nicht der Zauberwald. Aber ist fast so ähnlich. Passt schon, von daher. Ja, wir werden den einen kleinen Ding schon noch holen. Keine Sorge. Wir retten jetzt aber erstmal Aurora. In der Katakombensause, wie mir scheint. Nein, 600 Meter unter Tage. Heißt das Level. Was war denn das für ein Level? Ich glaube, ich erinnere mich dran. Aber bin mir auch nicht ganz sicher. Okay, ich erinnere mich dran. Ich weiß, was es für ein Level war und ich mag es nicht. Beziehungsweise, es ist eigentlich ganz lustig gemacht, weil man hier viel mit dem Fliegen herum experimentiert hat. Und es war, glaube ich, hier relativ schwer, alle Lums zu bekommen. Das war, glaube ich, hier die Herausforderung, alle Lums zu kriegen. Ja, aber egal. Wir versuchen es trotz. Wir versuchen unser Bestes. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Irgendwie kriege ich die Lums dann schon zusammen, hoffe ich. Nein! Nö. Sequenz neu starten. Nö, seh nicht ein. Seh nicht ein. Ohne den Käfig gehe ich hier nicht raus. Das starte ich direkt nochmal neu. Weil das scheiße war. Das lief nicht geschmeidig. Okay, das lief auch nicht geschmeidig, aber ist mir jetzt egal. Ja, ist okay. Ist okay. Ich glaube, die Lums muss ich offscreen holen. Ja, mir scheint es fast so, als ob ich die offscreen holen müsste. Mal schauen. Vielleicht schaffe ich es auch so. Ich glaube es fast nicht, aber wer weiß. Lass mich uns überraschen. So, mein Freund. Dich befreien wir erstmal. Und jetzt lassen wir uns hier sanft heruntergleiten. Gleiten. Entschuldigung. Oh, ich glaube, wir haben es sogar geschafft, alle Lungen zu bekommen. Und wenn mich nicht alles täuscht, brauchen wir nur 300. Also es müssten 300 sein, weil alles andere wäre unverschämt. Yes, wir haben es geschafft. Hervorragend. Und Globox dehnt sich ein ab hier und wir haben Aurora gerettet. Die Aurora, die Göttin der Morgensonne oder so ähnlich. Heißt die nicht so? Ja, eigentlich schon, ne? Ist auch egal, Aurora ist nicht hübsch. Von daher spielen wir sie auch nicht und wir haben Genialitätsstufe 5 erreicht. Ich werde immer genialer. Das ist hervorragend. Und wir gehen in das Schloss in den Wolken. Wie bei den Wolken mag die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Worte oder so sagt man, liegen in den, weiß ich nicht, verborgen. So sagt man. Ich kann das Lied nicht. Ist auch egal, da ich es nicht mag. Der mag es nicht. Was? Okay, ich sollte aufhören, so irgendwie inhaltslose Dinge zu sagen. Es schädigt mir und eurer Gesundheit. Also es schädigt meiner und eurer Gesundheit, so. So wollte ich sagen. Ja, die zusammenhaltslosen Dinge aus meinem LPS, das ist hervorragend, dass wir ein Minispiel gefunden haben, beziehungsweise gleich mal den Frosch, sage ich schon, wie kommen wir jetzt auf Frosch hier, wegen den Froschviechern, den König oder die Königin retten können. Das freut mich doch sehr. Das ist ein absolutes Highlight für mich, dass wir sie gleich retten können. Ja, das ist sie. Das ist die Königin. Königin. Von der Königin werde ich lieber geküsst als vom König. Ich hoffe, es ist allen klar, warum. Ich bin zwar nicht schwulenfeindlich, aber schwul bin ich trotzdem nicht. Es tut mir sehr leid für alle Kerle, die gerne was mit mir angefangen hätten, aber ich... Nein, tut mir sorry. Ich muss es gar nicht begründen. Ich bin es einfach nicht, okay? Okay, gut.
Und meine Nase juckt. Meine Nase juckt gerade ganz schrecklich und ich muss erstmal landen, um meine Nase zu kratzen. Ach ja. Ich glaube, dieses Nasekratzen wird auch noch mein Running Gag irgendwann, wenn ich groß und berühmt werde. Okay, es war nicht lustig. Ist okay, man braucht nicht lachen. Du nicht und ich auch nicht. Was flackert das hier? Achso, jetzt verstehe ich, warum das so flackert. Das sind Blitze. Blitze. Oh Mann. Irgendwie dieses Blitze erinnert mich ein bisschen an hier, Froop, heißt der Joghurt so? Froop-Dingster-Bumster? Hier, da kommen die, Erdbeeren nicht in den Toaster, sondern in den Mixer oder so. Nein, keine Ahnung, dieser Slogan ging. Ihr wisst sicher, was ich meine. Ihr kleinen, schlauen Racker. Ihr wisst das. Ich weiß gerade nicht, wie es hieß, also, was, Froop? Es müsste Froop gewesen sein, da kommen die Zutaten nicht in den Rührer, sondern in den Mixer oder so ähnlich. Vor allem, weil ich das dazu gestern auch so eine Verarschheit gesehen habe, also von Switch Reloaded. Empfehle ich euch sehr diese Comedy-Sendung Switch Reloaded. Veräppeln die ja immer Werbespots oder Filme, oder Quatsch, nicht Filme, sondern irgendwelche TV-Serien oder auch die Nachrichten und so weiter und so fort. Ihr kennt Switch Reloaded bestimmt. Also einige kennen das sicherlich. Ist nicht so unbekannt, läuft ab und zu noch auf Pro7. Kam eine Zeit mal jeden Nachmittag, aber mittlerweile kommt es glaube ich nur noch abends. Naja, auch egal. Darum soll es jetzt nicht gehen, sondern eher um diesen kleinen, schnuggeligen Kleinling. Den ich direkt mal rette. Weil er so süß ist, so schnuckelig. Boah, guck mal im Hintergrund, da ist einer voll fies mit unserem Kleinling, Arschloch. Voll das Arschloch. Ich hasse dich. Ich werde dich jetzt töten. Dann hörst du auf, die kleineren zu piesacken. Haben wir uns verstanden? Okay, gut. Dein Glück, mein Freund. Sonst hätte es schlimmer ausgehen können für dich. Wie kommen wir da hoch? Ah, ich sehe. I see fire. In the mountains or something like that. No, I shouldn't don't talk English, then I can't it. Yes, very good English. Oh, hallo Freundchen. Hallo meine liebe Kleinlingsdame. Du bist so süß. Ich würde dich gerne mal vernaschen. Ey, so haben wir aber nicht gewettet, Kumpel. So haben wir nicht gewettet, okay? Du vielleicht, aber ich nicht. Und meine Homies auch nicht. Also hier der Raymond. Der Raymond, der hat wohl nicht gewettet. Und dort oben ist das zweite Minispiel. Ich dachte schon, ich hätte es verpasst. Aber nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wie konnte ich das nur denken? Was sind das für kranke Hühner? Was seid ihr? Mal ganz ehrlich. Käfig? Ich weiß, da unten fliegt der Käfig rum. Hör auf, weg zu... Ja, blöder Käfig. Gemeiner, blöder, stinkender Käfig. Ich werde dich retten. Egal, ob du willst oder nicht. Du willst bestimmt gerettet werden. Ist mir aber auch egal, ob du gerettet werden willst. Ich rette dich sowieso. So, gerettet. König. Ich wette, der König wollte mir nur kein Küsschen geben. Deswegen wollte er sich erst nicht retten lassen. Ich meine, ist verständlich. Ich meine, er möchte schon Globox küssen. Globox ist ein Frosch. Er möchte einen Frosch küssen. Eine Kröte. Quasi. Das ist ja... ekelhaft. Okay, ich würde Globox schon gerne küssen. Also, Globox ist schon ein ganz süßer. Nein, natürlich nicht. Ich möchte keine Tiere küssen. Keine Ahnung. Auch keinen Frosch. Auch wenn es ein Prinz wäre. Selbst dann nicht. Ich meine, erst recht nicht, wenn es ein Prinz wäre. Wenn es eine Prinzessin wäre, vielleicht schon, aber nein. Nein, auch dann nicht. Auch wenn es eine Prinzessin wäre, würde ich keinen Frosch küssen. Ich würde eher Frösche verprügeln. So wie wir hier gerade sehen. Wie ich das auch so wundervoll mache. So, wo ist... Oh Kacke. Es kommen hier zu viele Ranken aus dem Boden. Das ist nicht gut für mich. Dort ist der letzte Käfig. Ich möchte ihn... Ja, sehr gut. Das habe ich sehr gut gelöst. Also das muss ich schon sagen. Da muss ich mich echt selber mal verloben, dass ich das so... hervorragend quasi gemacht habe. Nein.
Nein, jetzt geht's aber zu weit hier. Das war ja schrecklich. Das war ja scheiße. Kann man auch keinem zumuten. Das machen wir direkt nochmal hier. Ist doch alles kein Problem, hoffe ich doch. Sollte nicht das Ding sein, diesen... Was soll denn das? Alter, soll das? Hau doch nicht von mir ab, Käfig. Ich möchte dich doch nur retten, mein lieber Kleinling. Was hast du denn gegen mich? Stink ich etwa? Bin ich dir zu ungewaschen? Ich verstehe das. Nein. Wie kannst du nur? Wir haben das Level geschafft. Und wir haben's. Zeit zum Part beenden. Ja, doch. Doch, wir können den Part beenden. Kurz mal auf meinen Wecker geschaut. Okay. Dann hoffe ich natürlich, dass euch auch dieser Part wieder gefallen hat. Ich werde jetzt alles nachholen, was wir verpasst haben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Und jetzt kommen noch ganz viele Kleinlinge. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und ein schönes Wochenende. Ihr seht diesen Part ja mal freitags, hoffe ich. Tschüss, Koski, euer Flastwi. Bye, bye.